Ruderer und Boot. Es war einmal eine Gruppe von Menschen, die in einem Dorf waren, an einem Fluss. Und sie hörten, dass in einem anderen Dorf eine große Party, eine große Feier sein würde. Sie ruderten mit einem Boot zu diesem Ort hin. Sie machten das Boot fest mit einem Seil und sie gingen zum Fest und tranken dort etwas zu viel. Spät in der Nacht gingen sie in ihr Boot und fingen an zu rudern, um zurückzukommen zu ihrem Dorf. Sie ruderten und ruderten und ruderten und sie kamen zu Hause nicht an. Sie wussten, an ihrem Dorf gab es ein paar Lichter, sie hätten es also erkannt. Sie schauten die ganze Zeit hin und sie ruderten und ruderten und ruderten und sie kamen nicht an. Am nächsten Morgen, sie waren schon total erschöpft, dämmerte es und sie ruderten weiter. Und was sahen sie? Sie waren weiter im Boot und das Boot war immer noch an der gleichen Stelle, von der sie losgefahren sind. Sie hatten nämlich vergessen, das Tau, mit dem das Boot festgemacht war, zu lösen. Und so haben sie die ganze Zeit gerudert, sind aber nicht von der Stelle gekommen. Wofür soll diese Analogie dienen, diese Geschichte? Das Tau symbolisiert letztlich unsere Verhaftungen und letztlich die Betrunkenheit, letztlich unsere Gier nach allen möglichen Sinnesbefriedigungen. Wir sind verhaftet, wir hängen an unseren Identifikationen, wir hängen an dem, was wir haben, an den Menschen, die wir haben. Und dann mögen wir uns ziemlich bemühen, zu Gott hinzukommen, aber wenn wir unsere Taue nicht lösen, dann werden wir nicht hinkommen. Sich mit Vedanta-Fragen zu beschäftigen und dabei nicht Verhaftungen loszulassen, ist so ähnlich wie in einem Boot zu sein, das mit einem Tau am Ufer festgezurrt ist und dann zu probieren, zu rudern. Gib Verhaftungen auf, gib Identifikationen auf, lasse los. Das war die Geschichte von den Ruderern und ihrem Boot. Eine der bekannten Yoga-Geschichten, die Swami Shivananda, Swami Vishnudevananda, Ramakrishna und zahllose andere Yogameister erzählt haben und weiter erzählen. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Nanda. Mehr Informationen über Yoga, Vedanta, Meditation, über Yoga-Zentren, Yoga-Ausbildungen, Yoga-Ashrams auf www.yoga-vidya.de.